Sie haben eine echt schöne Wohnung, Frau Baumgärtner. Oh, vielen Dank, Isa. Das ist wirklich sehr nett. Mama, es wird Isa ausgesprochen. Isa? Isa. Isa? Isa. Isa. Ist ja gut jetzt. Es reicht. Was ist das eigentlich für ein Name? Isa? Papa, der Name kommt aus dem Nahen Osten. Heißt auf Deutsch übersetzt Jesus. Ist eh eine Schande, was da gerade alles passiert, oder? Wo? Ja, bei euch da, im Nahen Osten. Papa, bei euch. Aber du sprichst sehr gut Deutsch. Danke, nicht für mich. Vielen Dank. Was ist los? Essen Sie etwa keinen Hackbraten? Nein. Papa, Isa ist Vegetarier. Der gute alte 70er-Jahrgang. Nein, danke, danke. Ich verzichte. Mögen Sie etwa auch keinen Wein? Ich trinke einfach keinen Alkohol. Wissen Sie, ich bin ja mit dem Auto hier und ich muss noch fahren. Papa? Ich gehe da mal den Kuchen holen. Warte, ich helfe dir. Ja. Jetzt sag's endlich. Was sagen? Du weißt genau, was ich wissen will. Wieso spielst du so eine große Rolle für Sie? Gib's endlich zu. Kaffee? Ja, gerne, Schatz. Papa, möchtest du einen Kaffee? Papa, einen Kaffee? Ja, gerne, Schatz. Ich will's wissen. Nein. Ich muss es wissen, verdammt. Nein. Sie sind Muslimiker. Was spielt das für eine Rolle? Sind Sie's? Ist doch egal, ob ich Araber, Deutscher, Christ oder Moslem bin. Oder würde es Sie stören, wenn ich Jude wäre? Natürlich nicht. Und wieso nicht? Wir sind Juden.